Wir kommen hier zu etwas ganz Besonderem. Genau, Mirko, aufgepasst. Nur heute, nur hier und nur bei RTL. Wir leben jetzt die erste Impro-Novela der Welt. Ist mir schlecht. Eine Weltpremiere. Eine komplett improvisierte Telenovela. Wir haben unsere Impro-Novela Verliebt in Geld getauft. Und ja, Sie haben recht, es geht um eine reiche Familie, nämlich derer von Hagen. Bestehend aus Hiltrud, Gräfin von Hagen, eine Rolle für Barbara, möchte ich meinen. Ihren nichtsnutzigen Sohn, Bengt Alexander. Wer könnte ihn besser verkörpern als du, Oliver? Ja. Aber, ja, er tut ja sonst was gar. Ist eine reiche Familie ohne eine polnische Haushaltshilfe? Sie ist verloren. Und ich würde sagen, Mirko, ab jetzt nennen wir dich Georgina und du wischst gerne mal feucht durch bei derer von Hagen. Und Mario, für dich haben wir noch eine Idee als ein Überraschungsgast. Das wollen wir jetzt aber noch auch den anderen nicht verraten. Du kommst dann später dazu. Ach ja, reich geworden seid ihr übrigens alle mit dem Verlegen von Laminat. Also die Familie wurde... Natürlich. Nee, mit dem Verlegen von Laminat sehr reich. Oder wie Gräfin Hiltrud bei Empfängen gerne sagt, mit Laminar. Mit Laminar? Also, mit Laminar. Nee, damit du das schon mal weißt. Also auf der Bühne wird jetzt gleich euer Wohnzimmer entstehen. Und ihr zieht euch bitte warm an und vor allem jetzt ganz schnell um. Oh, bis gleich. Bis gleich. Oh Gott, ich hab Angst. Willkommen in der Welt derer von Hagen. Mirko, Barbara, Olli und Mario müssen alles improvisieren. Unsere Geschichte beginnt an einem traurigen Tag. Das Oberhaupt der Familie von Hagen, Tankred von Hagen, hat den silbernen Löffel im Mund, mit dem er geboren wurde, abgegeben. Mit anderen Worten, er ist tot. Die Witwe von Hagen kommt gerade mit ihrem polnischen Dienstmädchen Georgina zurück von der Beerdigung. Sohn Bengt Alexander konnte nicht zur Beerdigung mitkommen, er hatte nichts Passendes anzuziehen und auch das Haar lag nicht so, wie er es wollte. Meine Damen und Herren, hier ist sie. Die erste Folge von Verliebt in Geld. Das hat doch alles keinen Sinn. Das alles wird eines Tages mir gehören. Bleiben die denn alle? Ich verstehe das nicht. Ohne Luft zu holen. Wow! Oh. Wie sieht's denn hier aus? Georgina, du alte Schlampe! Guck mal, wie es hier aussieht. Ich glaube, ich spinne.
Schon wieder in Polen oder was? So eine Scheiße. Wofür ist man denn so reich, wenn es hier so scheiße aussieht? Mama! Mama, wo ist hier das Bad? Gibt's doch gar nicht, ey. Da bist du ja. Guck dir mal die Scheiße hier an. Sag mal, Jeschina, komm mal her. Hast du was mit deinen Beinen machen lassen oder was ist mit denen? Wieso? Sind die nicht schön? Jeschina! Sag mal. Reißen Sie sich zusammen. Ihr könnt schon wieder Polka tanzen. Entschuldige mal, was ist denn das? Was habt ihr für einen Eimer mitgebracht? Was wir für einen Eimer mitgebracht haben? Wir waren auf der Beerdigung deines Vaters. Bei diesem Scheißwetter. Oh, das gewinnt ihr heute am wieder. Am Samstag. Ja. Auf so eine Idee kann auch nur Papa kommen. Sich Samstag beerdigen lassen. Da läuft Hallo Robby. Da kann man doch nicht so. Und der ist hier drin jetzt, oder was? Das ist Papa? Da ist ein bisschen Kaffee drin. Der sieht mir doch überhaupt nicht ähnlich. Naja. Ich hänge mal schön ein Bild auf. Elena. Jeschina. Ja. Aber der Rest stimmt. Wie sie jemand. Oh mein Gott! Oh Gott! Summer! Was macht die Polin da? Und wie war die Beerdigung so? Papa! Jetzt passt mal auf. Svetlana, packen Sie in Gottes Namen das Bild doch aus, bevor Sie es aufhängt. Ja, ich habe so kräftige Finger. Diese Bilder, Schleifchen drin. Ja, oh, wunderschön. Habe ich gemalt. Telefon. Ist das ein schönes Bild? Hallo, von Hagen. Ja, der ist quasi beerdigt. Wir haben die Urne hier. Wer ist das? Unser Anwalt Dr. von Schreiber fragt, ob das Testament schon vollstreckt wurde. Das Testament? Es gibt kein Testament. Herr Schneider, ich rufe Sie später an. Es kann sein, dass meine Mutter irgendwas vorhat. Sag ihm, es geht mir nicht gut und ich möchte nicht gehört werden. Mama? Vielleicht ist hier das Testament. Mama? Nein. Ja? Mama! Was ist denn los? Gib mir das Testament! Es geht keins! Sorry! Ja. Möchte ich ihr Pizza Salami oder Fungi? Weiß ich nicht. Haben Sie gesagt, möchte ich essen? Natürlich! Hausnummer 35! Ja! Nein! Ich mache nicht nur sauber! Mach dir erst das Koks von der Nase, bevor du das liest. Ah, bis in die Blume gehst hin. Ich erbe den Hirsch. Vielen Dank, Jeschina. Ach. Wer ist Jeschina? Irgend so eine Polin, die hier arbeitet. Ach, Jeschina heißt sie. Das nette Mädchen. Hallo. Ja, ich bin schon seit 30 Jahren hier, Jeschina. Ja. Du erbst das Aktienpaket. Du erbst das Aktienpaket, Mama. Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Und der ganze Rest geht an einen Mann namens Lothar. Wer ist das? Das will ich dir einmal erzählen, wenn du älter bist als 40. Vielleicht 50 oder 60. Wieso ist das hier ein scheiß Musical eigentlich? Das hat mir keiner gesagt. Ich werde diesen Lothar finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, werde ich ihn umbringen, das schwöre ich. Ah, da kommt schon was. Da ist irgendwas auf der Lothar! Straße. Ich gucke mal nach. Lass mich! Lothar! Das ist nicht Lothar. Nein. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin Jürgen. Und Tecki hat zu mir gesagt, ich soll halt kommen. Ich war da. Tecki? Wer ist Tecki? Tecki? Da ist Tecki. Ich brauche einen Drink. Unser Hirsch ist kaputt. Wieso unser Hirsch? Wer sind Sie überhaupt? Piccolöchen? Piccolöchen. Prösterchen. Wenn Sie nicht Lothar sind, was haben Sie dann mit meinem Vater zu tun? Ich verlange Antwort. Der war 12 Jahre ein Paar.
Mein Vater. Sag's doch! Ich sag's doch! Mein Vater ist einer der ehrbarsten Laminatproduzenten in ganz Braunschweig. Verstehen Sie? Der würde niemals einem anderen Mann an die Dings fassen. Nein, nein. Und auch nicht an die Bums. Nein, der war ja auch nicht aktiv, der war passiv. Ach, das will ich doch gar nicht wissen. Das ist ja ekelhaft. Es ist eine Schande für unsere Familie, aber wir tragen es nach außen. Wir tragen es mit Stolz. Unser Vater war andersrum. Deswegen hänge ich andersrum auf. Helena, biete unserem Gast doch etwas zu trinken. Ich mag ihn nicht. Das ist der erste Mann, dem du nicht gleich mit geöffneten Beinen um den Hals springst. Also, das ist richtig. Mein Schatz. Was möchte ich trinken? Mein lieber Dicker, kleiner Moppelschatz. Mein Leben ist eine Lüge, Mutter. Das ist wahr, aber es macht doch nichts. Du hast diesen schönen weißen Anzug und morgen hat Bruno Ralph Lauren wieder Outlet verkauft. Du hast mich nie verstanden. Das ist richtig. Oh, ich blute. Oh. Ich habe einen Entschluss gefasst, Mutter. So, mein Junge, wir trinken, wir trinken. Wir können die Dynastie verlassen. Ich verlasse Braunschweig und gehe weit weg. Nach Hildesheim. Nicht Bernd Alexander. Bengt Alexander. Ja, du kennst nicht mal meinen Namen. Du Hure. Bengt Alexander. Gehen Sie nur vor. Wer ist eine Hure? Du bist eine Hure. Ich auch. Wir haben den gleichen Job. Jürgen. Ja. Haben Sie denn ein wenig Grundverständnis in Sachen Laminar? Was denn nun schon wieder? In Hildesheim war's scheiße. Ach, ich sag dir doch. Komm, trink einen. Du bist zu blöd, um von einer Stadt in die nächste zu fahren. Wie sollst du jemals unsere Teppich- und Laminardynastie weiterführen? Kannst du deine Laminate in den Arsch stecken? Das ist so voll von dem ganzen Familienclan. Da steckt doch schon die Teppichrolle meiner ehemaligen Familie. Wer ist das? Das klingt nach Bekanntschaft eures Vaters. Hallöchen. Herzliches Beileid. Ich bin gleich von nebenan gekommen und es ist so traurig, dass sie nicht mehr bei uns sind. Wir sind hier so am Boden, das kannst du dir nicht vorstellen. Bengt Alexander, mein herzliches Beileid ist da drin. Naja, irgendwas ist da drin, sagen wir mal so. Trauriger Anlass. Ach, die gute Al Jazeera hält hier alles so schön in Schuss. Nein, Al Jazeera ist was anderes. Jirgina. Und Sie, wir kennen uns noch nicht. Hallo. Hallo, Edeltrauthäufchen Elend. Ah, Jürgen. Geborene Häufchen Elend habe ich geheiratet. Ja, das ist schön, ich freue mich sehr. Ich bin die Nachbarin. Da lachen. Meine Liebe. Oh, jetzt wissen wir es. Es ist denn so traurig. Wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Setz dich doch. Ah, ja, setzen wir uns doch alle. Es ist alles sehr, sehr traurig, aber ein kleines Likörchen würde ich nehmen. Ja. Ah, ich hole schon. Das ist ja ganz schön. Was gab es denn hier? Vanillepudding ich und... Ich hab mir ein Brot gemacht. Ach, mit Puderzucker. Genau. Der Junge ist ja zu nichts in der Lage. Als ich auf der Beerdigung war, hat er hier alles verwüstet. Es ist so, so ein trauriger Tag, dass er nicht mehr bei uns ist. Man merkt, Sie haben ihn kaum gekannt. Nein, nein, wir waren sehr eng. Erklär uns das nochmal. Du warst mit ihm sehr eng. Und wir waren sehr eng. Du hast doch nicht gewusst. Er kam öfters bei mir vorbei, hat ein wenig... Nun ja, ich konnte ihm vielleicht Dinge geben... Die ich du ihm auch geben konnte. Ihr habt Klamotten getauscht? Ja, wir hatten zufällig dieselbe Größe. Und er wollte das so. Hildegund, Hildegund! Warten Sie. Lass mal. Hildegund, das Wichtigste. Ich habe das Originaltestament. Das Originaltestament? Das Originaltestament. Das gehört alles mir. Ach, halt doch die Klappe. Das glaube ich nicht. Das gehört mir. Nein. Was steht denn da nun? Ich will es nicht sagen. Ich soll es nur abgeben.
Ich muss auch gleich weiter. Wir sehen uns morgen Nachmittag zum Kaffeekränzchen. Ich muss jetzt zu meiner Prostatavorsorge untersuchen. Was? Mutter, du hast da was am Fuß. Ich verstehe gar nichts mehr. Heißt das, Papa hatte jetzt auch noch was mit der alten Schleieule von nebenan? Nein, sie haben sich nur Klamotten getauscht. Oh, schrecklich. Was war denn auf der Straße los? Da ist was passiert. Moment. Halt. Um Gottes Willen! Sie hat Johannes B. Kerner überfahren! Nice! Die bunte Produktwelt, die Sie jetzt sehen, ist alles andere als improvisiert, aber wir sehen uns Gott sei Dank gleich wieder nach einer kleinen Pause.